Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um das Sommerinterview mit Björn Höcke beim MDR. Das wahrscheinlich nicht so gelaufen ist, wie der Moderator sich das erhofft hat, oder eher gesagt, die Strippenzieher wahrscheinlich von den Geheimdiensten. Die wollen, dass die AfD möglichst schlecht wegkommt aus dem Interview. Viele, die das Interview gesehen haben, werden jetzt wahrscheinlich sagen, Höcke hat doch alles perfekt gemacht, der hat alles gekontert. Aber wenn man genau hinschaut, er sich im Nachhinein genau betrachtet, dann fallen einem immer noch Sachen ein, die man noch hätte besser machen können. Es geht darum, dass wenn man sieht, wie es optimal gehen kann, also nicht, dass das jetzt ein Mensch schaffen kann auf Anhieb, aber dass man sieht, was möglich ist, man sich etwas merkt und es beim nächsten Mal anwenden kann. Und da geht es auch um die scheinbaren Kleinigkeiten. Im Grunde geht es darum, dass man auf jedes Wort, das der Moderator sagt, man genau achten muss und es dann für sich verwendet. Ja, klar. Herzlich willkommen im Anlass zum Kurs. Danke, Herr Senge. Schön. Oh. Herzlich willkommen hier im Livestream. Herzlich willkommen zu den Sommerinterviews 2023 beim Mitteldeutschen Rundfunk. Die AfD ist derzeit unübersehbar auf der Überholspur bundesweit, aber eben auch vor allem hier bei uns in Thüringen. Laut Thüringen Trend, die Zahlen kennen Sie natürlich, würden aktuell 34% der Wahlberechtigten der AfD hier im Land ihre Stimme geben, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre. Ja, die autoritär-nationalradikale Partei kann also durchaus damit rechnen, im nächsten Landtag dann die stärkste politische Kraft zu werden. 2024 wird gewählt. Und vor wenigen Wochen hat die AfD, das haben Sie natürlich auch mitbekommen, das Hoch in den Umfragen erstmals in einen nennenswerten Erfolg ummünzen können. Sie stellt den Landrat im Landkreis Sonneberg. Heute ist der Fraktionsvorsitzende hier im Thüringer Landtag und der Landesvorsitzende zu Gast. Herzlich willkommen, Björn Höcke. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank, Herr Senger. Das war schon eine krasse Einleitung. Autoritär, national, radikal war, glaube ich, der Dreiklang, den Sie gebracht haben. Ja, vielleicht. Können wir vielleicht mal drüber reden, aber ich will Sie jetzt erstmal nicht in Ihrem Redefluss unterbrechen. Ja, der hat der Soziologe Heidmeier vorgeschlagen vor wenigen Tagen. Interessant, weil es natürlich abweicht von dem, was wir ansonsten lesen. Sie möchten nicht extremistisch genannt werden, nicht rechtsextrem. Und es gibt hinreichend Begründungen dafür, warum man eben über Begrifflichkeiten nachdenkt. Können wir gern drüber reden. Heidmeier, anerkannter Soziologe. Aber auch wenn Sie stark polarisieren und das auch gleich am Anfang hier relativ deutlich machen, angenommen, Sie werden nach der Landtagswahl das, was Sie anstreben zu werden, nämlich Ministerpräsident hier in Thüringen. Was wäre da Ihre erste Amtshandlung? Also erstmal möchte ich vorwegschicken, lieber Herr Senger, dass es nicht um meine Person geht. Das habe ich immer betont und ich habe auch immer wieder deutlich gemacht, dass ich persönlich der Meinung bin, dass in diesem Lande leider auch unterstützt von deutschen Journalisten zu viel über einzelne Personen und ihre Machtinteressen und Machtansprüche geredet wird und viel zu wenig über das Land. Sie können sicher sein, dass das nicht im Vordergrund meines Denkens steht, was aus mir persönlich wird. Mhm. Ich möchte einfach mal festhalten, dass ich Thüringen liebe und dass ich Deutschland liebe und dass ich mir wünsche für die Zukunft Thürings und Deutschlands, dass in Zukunft ein Ministerpräsident und ein Bundeskanzler in Amt und Würden sind, die genauso wie ich Thüringen bzw. Deutschland lieben. Mhm. Dann wäre diesem Land etwas Großes getan und etwas Gutes getan. Ob ich das bin oder ein anderer, das ist völlig zweitrangig. Mhm. Spannend. Vielleicht können wir mal ein bisschen weiter gucken. Ihre Positionen zu bundes- und europapolitischen Themen sind mittlerweile breit bekannt. Ich darf an der Stelle auch noch mal darauf verweisen, Sie haben ein langes Interview bei Phoenix gehabt. Ich habe mir das angeschaut am Rande des Europaparteitages, Listenparteitages in Magdeburg. Nachzusehen immer noch in voller Länge in der ARD-Mediathek. Und außerdem haben Sie natürlich auch auf Ihren Social-Media-Kanälen zu dem, was Sie auf Europa- und Bundesebene vorhaben, ja viel gesagt. Heute sind Sie hier als Landeschef der AfD in Thüringen. Sie sind Fraktionschef hier im Thüringer Landtag. Deswegen würde ich sehr gerne mit Ihnen über Themen sprechen, die eben auch wirklich Thüringen betreffen, die wir hier in Thüringen lösen können. Sie haben immer wieder erbeten, auch über Inhalte sprechen zu dürfen. Das wollen wir gern machen heute. Natürlich ein großes Thema ist die anstehende Landtagswahl. Das ist kein Geheimnis. Bildungspolitik ist ein großes Thema. Da haben wir gesehen, Bildungsländersache, 100% hier in Thüringen gestaltbar, ohne Bund. Da kann die AfD sehr konkret werden. Das Thema ist seit vielen Jahren virulent im Land. Auch das wissen Sie. Und außerdem haben zwei von drei Thüringern zuletzt auch noch mal deutlich gemacht, das Thema Bildung ist für sie mit Wahl entscheidend. Das sind die zwei Themen, vielleicht, die wir für die nächsten gut 25 Minuten aufrufen können. Auch weil der Landtag sich auf Antrag der AfD zuletzt in der Aktuellen Stunde mit diesem Thema Bildungssystem beschäftigt hat. Damals hat, glaube ich, ihr bildungspolitischer Sprecher gesagt, eine Zukunft für die Bildung, Schulpolitik muss mehr sein als die Verwaltung des Niedergangs. Was sind denn aus Ihrer Sicht in diesem Bereich die dringlichsten Probleme hier im Land?
Erstmal muss ich Sie korrigieren, lieber Herr Senge. Leider ist Kultuspolitik und Bildungspolitik keine reine Ländersache mehr. Das war ursprünglich mal so intendiert, ist aber mittlerweile schon aufgeweicht worden. Ich erinnere an die Existenz der Kultusministerkonferenz und anderer Gremien, die versucht, die Länderbildungspolitiken in gewisser Weise auch gleichzuschalten. Das föderale Prinzip funktioniert nur, wenn die Länder wirklich die Möglichkeit haben, eigenständig ihre bildungspolitischen Positionen umzusetzen und nicht ausgeglichen werden über eine Bundesebene. Leider haben wir auch einen Bund oder eine Bundesebene, die immer wieder in Bildungsangelegenheiten eingreift. Ich erinnere an den Digitalpakt, für den ja sogar das Grundgesetz geändert werden musste. Das sind schon heftige Eingriffe in die Autonomie der Länder. Und so ist dieses agonale Prinzip, ich komme auch gleich zu Ihrer Frage noch, aber es ist wichtig, das einzuordnen, dass wir da als Länder leider auch schon kastriert sind in diesem originären zentralen Politikfeld. Da will ich Ihnen gerne lassen. Ich möchte nur, Gleichschaltung ist ein Begriff, mit dem ich mich schwer tue. Es ist keine Gleichschaltung. Gleichzeitig ist es so, dass Bildungspolitik dennoch das Feld ist, wo man am meisten machen kann. Deswegen noch mal ganz konkret einfach die Frage. Sie sehen ja Probleme. Welche sind denn aus Ihrer Sicht die dringlichsten? Wenn ich Sie jetzt treffe auf der Straße und sage, Mensch, Hölke, Sie waren selber lange als Lehrer aktiv, als Eltern interessiert mich das. Was sind denn die dringlichsten Probleme? Ja, ich habe das schon oft genug in meinen Reden ausgeführt. Ich war 15 Jahre lang Lehrer in verschiedenen Schulformen, habe also wirklich vertiefte Einblicke in die Bildungsmisere. Und auch schon vor 15 Jahren, als ich noch Lehrer war, gab es die Problemlagen in der Schule. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, dass es eine kluge Einordnung gibt, die lautet, gesunde Gesellschaften haben gesunde Schulen. Mhm. Und das ist das, was ich den Altparteien vorwerfe, dass sie eine Gesellschaftspolitik gemacht haben, die dazu geführt hat, dass wir mittlerweile in den Schulen Ausgangsbedingungen haben, die die Lehrer auch mit bestem Einsatz nicht mehr korrigieren können. Wir haben eine Familienpolitik, die als solche nicht bezeichnet werden kann. Man hat mehr oder weniger eine Familienzerstörungspolitik in den letzten Jahrzehnten gemacht. Wir haben eine Einwanderungspolitik, die man nicht als Politik... Ich möchte nicht auf der Symptomebene herumdoktern, sondern ich möchte an die Ursachen gehen. Das heißt, wir brauchen eine Wende in der Familienpolitik, wir brauchen eine Wende in der Einwanderungspolitik, das ist ganz, ganz zentral. Und das sind erstmal die Belastungsfaktoren, die wir von dem Bildungssystem wegnehmen müssen. Mhm. Unter anderem müssen wir das Bildungssystem auch befreien von Ideologieprojekten, beispielsweise der Inklusion, beispielsweise auch dem Gender-Mainstream-Ansatz. Alles das sind Projekte, die unsere Schüler nicht weiterbringen, die unsere Kinder nicht leistungsfähiger machen und die nicht dazu führen, dass wir aus unseren Kindern und Jugendlichen die Fachkräfte der Zukunft machen. Ja? Also, deswegen können wir gerne über einzelne Methoden reden, wir können gerne über die Gewinnung von Lehrern reden und so weiter. Das sind alles Baustellen, die sind entstanden dadurch, dass der Lehrerberuf unattraktiv geworden ist. Okay. Lehrer wollen nicht mehr als Lehrer arbeiten, weil die Belastung des Berufsalltags mittlerweile in vielen Schulen, nicht in allen, verstehen Sie mich nicht falsch, vielen Schulen unerträglich geworden ist. Also die Arbeitsatmosphäre, die Arbeitssituation muss verbessert werden. Dazu ist es notwendig, die äußeren Rahmenbedingungen zu verbessern. Okay, also ich frage das deshalb so explizit nach. Ihr bildungspolitischer Sprecher, Danny Jankowski, hat natürlich die Klassiker aufgeführt, hat gesagt, es fallen sehr viele Stunden aus, es fehlen Lehrer. Also 10%. 10% ist genau das, was er auch gesagt hat. Statistisch nur. Genau. Weil ich Sie ja jetzt auch gefragt habe, nach dem, was Sie als Problem ausmachen, möchte ich natürlich eben auch die Lösung hören. Und ich glaube, Rolle der Opposition, da werden Sie mir zustimmen, ist das Regierungshandeln zu überwachen, zu kritisieren und eben auch alternative Lösungen aufzuzeigen. Sie sind Chef der Fraktion. Wie zufrieden sind Sie denn mit den Vorschlägen, die Ihre Fraktion in dieser Wahlperiode im Bereich Bildung gemacht hat? Also wir haben schon ab 2014 die Bildungspolitik als zentrales Feld unseres politischen Tuns im Parlament festgelegt. Wir haben beispielsweise schon 2014, ich meine, ich hätte sogar die Rede damals gehalten, weil ich damals noch bildungspolitischer Sprecher gewesen bin, auf die Notwendigkeit von Einführung von Schulverwaltungsassistenten hingewiesen. Mhm. Ich habe damals schon gesagt, die Lehrer müssen von Verwaltungstätigkeit, die Schulleitung müssen von Verwaltungstätigkeiten entlastet werden, damit sie sich wieder auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können, nämlich die Vermittlung von Bildung, von Wissen, von Stoff. Ja, das ist eine Idee, die wir als AfD hat und eingebracht haben. Ich bin froh, dass der Begriff des Schulverwaltungsassistenten mittlerweile auch in der bildungspolitischen Diskussion des Freistaats Thüringen bei den Altparteien angekommen ist. Ich habe schon frühzeitig, weil ich selbst Schulmanagement studiert habe, darauf hingewiesen, dass die Schulleitungen professionalisiert werden müssen. Auch da ist in den letzten Jahren, ich denke auch durch Hinweis der AfD, einiges in Bewegung geraten. Aber nochmal, das ist letztlich ein Kurieren an Symptomen. Deswegen ist Bildungspolitik immer eingebettet in bundespolitische Fragestellungen, gesellschaftspolitische Fragestellungen, familienpolitische Fragestellungen, in migrationspolitische Fragestellungen. Also d'accord, bundespolitisch lösen können Sie das im Moment deshalb nicht, weil Sie eben nicht Bundesvorsitzende der AfD sind. Das Problembewusstsein aber anregen, das ist schon wichtig. Richtig. Ne?
Sie haben in einem Interview zuletzt gesagt, bei Ihnen zählt das Leistungsprinzip. Das fand ich ganz interessant, weil ich habe mir auch noch mal das Plenum im Juli angeschaut. Da gab es eben zwei sehr konkrete Gesetzesvorlagen auch, die sich unmittelbar auf allgemeinbildende Schulen, auf Schulunterricht, auf Bildung bzw. Bildungspolitik beziehen. Und Ihre bildungspolitischen Sprecher haben verzichtet darauf zu reagieren. Es gab keine Einlassung der AfD-Fraktion. Und ich frage mich, woher sollen die Leute wissen, welche Position sie vertreten, wenn ihre Bildungspolitiker verzichten, zu Gesetzen Position zu beziehen? www.afd-thüringen.de beziehungsweise die Adresse der Fraktion. Wir haben schon 2014 oder 2015 in der sechsten Legislatur ein umfangreiches, glaube ich, über 50 Seiten starkes Grundlagenpapier zur Bildungspolitik vorgelegt, weil es ein Schwerpunktthema von uns ist. Und dass wir im politischen Betrieb des Thüringer Landtages nicht immer zu Wort kommen. Das hat nicht nur etwas damit zu tun, dass wir das nicht wollen. Mitnichten ist das so, sondern vor allen Dingen, weil wir von den anderen mehr oder weniger blockiert werden oder überhört werden. Ja. Das ist insofern spannend, weil natürlich diese Gesetzgebungsverfahren ja im Prinzip im Parlament stattfinden. Und das haben Sie mir in vorherigen Interviews ja auch gesagt, dass der Ort ist, wo die politische Meinungsbildung stattfindet, beziehungsweise die Öffentlichkeit erzeugt wird. Wenn Sie darauf verzichten und auf Ihre Social-Media-Kanäle verweisen, ist das natürlich Ihr gutes Recht. Aber ob es parlamentarisch so opportun ist, ist sicherlich eine große Frage. Lieber Herr Sänger, wir werden doch nicht ansatzweise. Wir sind jetzt hier nicht der AfD. Ich würde ganz gerne das Interview führen. Sie können haben natürlich noch transportiert vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich sitze einmal im Jahr bei Ihnen. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Aber als Vertreter der stärksten Kraft müsste ich eigentlich öfter hier sitzen und auch meine Inhalte transportieren können. Ich müsste auch im Thüringer Landtag viel öfter interviewt werden. Ich werde es leider nicht. Ich weiß nicht, wie oft mehr. Sie sitzen bei mir jedes Jahr eine halbe Stunde. Kollege Vogt von Ihnen interviewt wird im Landtag. Ich werde nicht interviewt und das ist ein Problem. Ich persönlich sitze hier jedes Jahr mit Ihnen eine halbe Stunde. Das ist mein Teil, den wir sozusagen, aus meiner Sicht möchte ich da jetzt auch ehrlicherweise nicht drüber reden, weil ich habe Sie seit Jahren hier live im Interview. Das funktioniert ganz gut. Ich würde deswegen ganz gern zurückkommen zu dem, was ich mit Ihnen besprechen möchte. Ich habe eine Grafik vorbereitet, die möchte ich gerne mit Ihnen nochmal besprechen. Was ist Aufgabe der Opposition im Landtag? Das haben wir vor diesen Sommerinterviews die MDR-Fragt-Community gefragt. Rund 7500 Menschen haben mitgemacht. Das ist eine erhebliche Zahl. Und zentrale Erkenntnis, 92% finden, die Opposition sollte nicht nur kritisieren, sie sollte auch eigene Gesetze einbringen und damit eben konkrete Alternativen aufzeigen. 64%, auch das ist der Grafik zu entnehmen, erwarten außerdem, dass die Größe der Oppositionspartei mit darüber entscheidet oder beziehungsweise Einfluss darauf haben sollte, wie viele konkrete Vorschläge sie macht. Mehr jedenfalls als kleinere. Können Sie das nachvollziehen, diese Erwartungshaltung der Menschen? Absolut. Und die erfüllen wir als AfD-Fraktion im Thüringer Landtag. Wir haben über 1000 verschiedene Initiativen in diesem Parlament in den letzten 8 Jahren gestartet. Anfragen, Gesetzesanträge. Allein in den letzten Haushaltsverhandlungen hat die AfD meines Wissens, wenn ich mich jetzt nicht vertue, fast 200 Änderungsanträge, vor allen Dingen im Bereich der Familienpolitik. Wir wollten beispielsweise eine große Familienoffensive starten. Wir wollten ein Begrüßungsgeld für Neugeborene in Thüringen aufbieten. Wir wollten einen Schülerbonus einführen. Alles das ist von den Altparteien abgelehnt worden. Also was parlamentarische Initiative aktiviert hat, da bin ich wirklich ganz unbescheiden. Da sage ich, das haben wir geleistet und das haben wir geliefert. Also, dass die Initiativen der Opposition leider oft im Papierkorb landen oder immer, das ist das Schicksal der Opposition. Daran kann ich leider auch nichts ändern. Das sagen auch die Kollegen der CDU übrigens, die ich damit natürlich auch konfrontiert habe. Das ist ja auch normal. Wir wollen vielleicht beim Thema Bildung noch mal konkret bleiben. Da hat die AfD-Fraktion in dieser Wahlperiode, und da muss ich ein bisschen Wasser in den Wein gießen, im Vergleich zu allen anderen Oppositionsfraktionen, tatsächlich die allerwenigsten Alternativen vorgeschlagen. Wie erklären Sie das denn denjenigen, für die Sie eine Alternative sein wollen? Also wir reden hier konkret über Gesetzesvorschläge. Da hat selbst die 5-mal kleinere FDP mehr Konkretes eingebracht als Sie. Lieber Herr Sänger, Bildungspolitik ist ein Schwerpunktthema der AfD. Ich habe das schon ausgeführt. Wir sind da grundsätzlich positioniert und grundsätzlich auch als Oppositionskraft aktiv. Wir haben sogar eigene bildungspolitische Bürgerdialoge angeboten mit bildungspolitischem Schwerpunkt. Nun ist es so, dass man natürlich immer wieder andere Schwerpunkte auch setzen muss, je nachdem, wie die allgemeine Lage ist. Die Energiearmut in Thüringen ist für viele Menschen existenzbedrohend. Da haben wir in den letzten Monaten intensiv dran gearbeitet. Wir waren dort unterwegs im Freistaat Thüringen mit Bürgerdialogen, die dieses Thema, die Ursachen der Energiearmut, die Ursachen der Existenzkrise unseres Mittelstandes thematisieren. Nur ich will da mal deutlich machen, dass man nicht immer alles gleichzeitig bespielen kann, sondern
sondern dass es im Leben einer politischen Fraktion eben auch einen Rhythmus gibt, dass man das eine mal mehr bespielt, dann das andere mal mehr bespielt. Freut mich ja, wenn die anderen Fraktionen jetzt auf die Idee kommen, die Bildungspolitik zu bespielen. Ich kann Ihnen jetzt sagen, dass ich selbst als vierfacher Vater, der darunter leidet, dass seine Kinder in der Schule fast nicht mehr lernen oder nicht das lernen, was sie lernen müssten, dass mir die Bildungspolitik am Herzen liegt und dass ich mit jedem Vater und mit jeder Mutter, die mir ihr Leid klagt, weil die Kinder in den Schulen nichts mehr lernen, wenn überhaupt mal Unterricht stattfindet, dass wir versuchen, daran zu gehen und an die Ursachen zu gehen. Das ist selbstverständlich. Das ist übrigens Populismus, was die Altfraktionen machen. Jetzt dieses Thema anzufassen, wo sie es jahrelang haben liegen lassen. Sie haben gerade selber gesagt, dass das für Sie eines der wichtigsten Themen ist. Und deswegen hatte ich ja auch den Zugang noch mal gelegt. Sie sind selber Lehrer. Sie haben gerade selber angesprochen, Vater zu sein. Wenn ich mir die Zahlen anschaue, sehe ich zwei konkrete Gesetzentwürfe der AfD-Fraktion im Bereich schulische Bildung in einer gesamten Wahlperiode. Das hat nichts mit den tausendfachen Anträgen, die Sie gerade illustriert haben, zu tun. Wenn es um Fleiß geht, ist das nicht sehr viel. Warum sind das so wenige Initiativen und konkrete Lösungsvorschläge im Bereich Bildung? Woran liegt das? Lieber Herr Sänger, der Gesetzentwurf ist im parlamentarischen Prozess die Königsdisziplin. Mhm, genau. Zwei Gesetzentwürfe durch die Opposition, das ist nicht wenig, sondern das ist völlig normal und völlig in Ordnung. Nochmal, sehen Sie doch mal die 6. und 7. Legislatur als Einheit unserer Arbeit und fassen Sie bitte mal dort Initiativen, auch quantitativ, wobei wir bitte auch immer nicht die Quantität gegen die Qualität aufrechnen dürfen, mal zusammen. Da werden wir sehen und Sie werden sehen, dass wir maximal engagiert im Bereich der Bildung unterwegs sind. Das ist ganz gut, dass Sie da auch nochmal überleiten, weil es natürlich eben um die Qualität geht und vielleicht können wir da auch nochmal drüber sprechen. Ich habe mir das erste Gesetz beispielsweise mal angeschaut, was Sie eingebracht haben, relativ früh in dieser Wahlperiode. Da ging es eben darum, weniger digitale Lernmittel an den Schulen einzusetzen. Wie erklären Sie denn den Thüringer Eltern, dass ausgerechnet das eines der wichtigsten Vorhaben der AfD ist, wenn Sie sagen, es kommt eben nicht auf die Quantität, sondern auf die Qualität an und dann präsentieren Sie ein Gesetz von zweien, das eigentlich eher rückwärtsgewandt als vorwärtsgewandt ist? Nein. Sie haben jetzt nur einen Teilaspekt dieses Entwurfes hier ausgesprochen. Es geht darum, dass Digitalisierung ein Modewort ist. Es geht darum, dass die Altfraktion mithilfe dieses Modewortes, mithilfe dieses Schlagwortes ihr jahrzehntelanges Versagen in der Bildungspolitik kaschieren wollen. Die Altfraktion und die Altparteien wollen uns weismachen, dass wenn man genügend Laptops und genügend Pads und was weiß ich über Schulen abwirft, genügend digitale Endgeräte, dass das unsere Schüler schlauer macht und gebildeter macht. Das ist ein Irrtum. Das Wissen, lieber Herr Sänger, muss in den Kopf rein. Es nützt mir nichts, wenn das Wissen auf einer Festplatte ist. Und da scheitern die Altfraktionen und da scheitern auch die Altparteien. Wir haben die Erkenntnisse der Kognitionswissenschaft, die aktuellen Erkenntnisse der Kognitionswissenschaft, Stichwort digitale Demenz reflektiert und haben sie in unsere Gesetzesinitiativen hineingepackt. Das heißt, ja zu einer maßvollen Digitalisierung, aber erst müssen unsere Kinder und Jugendlichen, vor allen Dingen der Grundschule, den Umgang mit dem Füller lernen. Sie müssen das Schreiben lernen, schön schreiben lernen. Sie müssen das Rechnen lernen und so weiter. Es mangelt mittlerweile auch im Bereich der weiterführenden Schulen an den Grundfertigkeiten, den Grundkenntnissen in Mathematik und Deutsch. Da müssen wir erstmal ran, bevor wir digitale Endgeräte bedienen können. Das ist meine Meinung, das ist der Ansatz dieses Gesetzentwurfs gewesen. Also Digitalisierung mit Augenmaß und nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen. Ich habe, nur weil das natürlich eine interessante Zahl ist, nochmal nachgeschaut, 29% der Grundschüler in Deutschland lernen überhaupt mit digitalen Methoden. Also europaweit hinkt Thüringen da sogar sehr weit hinterher. Aber Sie haben vorhin auch schon mal das Wahlprogramm angesprochen. 2019 haben Sie Ihren Wählern beispielsweise versprochen, die Lehrpläne überarbeiten zu wollen. Zitat, in allen Fächern sollen einheitliche und verbindliche inhaltliche Anforderungen festgelegt werden. Dazu hätten Sie ja auch mal einen konkreten Gesetzentwurf vorlegen können, haben Sie aber nicht gemacht. Warum war das dann nicht mehr so wichtig? Also, lieber Herr Sänger, das Überarbeiten von Lehrplänen, das ist wirklich originäre Aufgabe. Das Überarbeiten von Stundentafeln ist originäre Aufgabe des Kultusministeriums bzw. des Bildungsministeriums. Die Opposition kann dann maximal korrigieren. Das ist Aufgabe, wirklich originäre, zentrale Aufgabe der Bildungsverwaltung. Und das können Sie uns nicht als Manko oder als Defizit in die Schule schreiben. Wir sind beratend tätig, was die Lehrpläne, was die Stundentafeln angeht. Wir begleiten sehr kritisch die Novellierungsversuche der Landesregierung, was das Bildungsgesetz, was das Schulgesetz angeht. Da sind sehr viele Missstände, die korrigiert werden müssen und die wollen wir korrigieren, damit Schule in Thüringen endlich wieder leistungsfähig wird, damit die Schüler wieder gebildet unsere Schulen verlassen, damit der Unterrichtsausfall reduziert wird und damit wir als Thüringer und als Thüringer eine Zukunft haben. Gut.
Sprechen wir vielleicht noch über ein angenehmeres Thema für Sie, wenn nämlich das Wahlergebnis... Wir können uns gerne über Bildung unterhalten, nur ich muss mich ja nun auch mal gegen Ihre Angriffe wehren und deutlich machen, dass wir wirklich einen Schwerpunkt im Bereich der Bildungspolitik haben und viele Impulse gesetzt haben. Aber bitte, ich gehe mit, dass die Quantität nicht die Qualität schlägt. Da bin ich dabei. Wenn man sich diese beiden Gesetzentwürfe, sie sind die größte Oppositionsfraktion eingangs der Wahlperiode gewesen, präsentiert und die fünfmal kleinere FDP mehr, dann ist das auch schon auch eine Frage der Quantität. Die FDP versucht doch hier radikal populistisch natürlich die große Frage sein wird, wie geht die Landtagswahl 2024 aus? Wenn das Wahlergebnis den aktuellen Umfragen entspricht, dann könnte die AfD stärkste Kraft werden. Ihnen stehen dann wahrscheinlich so viele Mandate zu wie nie zuvor. Haben Sie inzwischen genügend Personal, um diese gesamten Mandate dann auszuschöpfen? Das ist aber jetzt nicht ernst gemeint, oder? Ich frage nur, weil Sie 2019, ich glaube, 5 von 44 Wahlkreisen nicht besetzt hatten. Also das ist natürlich Hintergrund der Frage, wird es diesmal in allen Wahlkreisen einen AfD-Kandidaten geben? Selbstverständlich wird es in allen Wahlkreisen einen AfD-Kandidaten geben. Wir sind, was die Besetzung der Wahlkreise angeht, voll im Plan. Und wir werden sehr gute Kandidaten präsentieren können und werden mit einer starken und kompetenten Mannschaft in die 8. Legislatur gehen. Also 44 Kandidaten im Land Thüringen. Wie man hört, werden Sie eventuell den Wahlkreis wechseln, werden im Altenburger Land 2 eintreten. Sind die Probleme dort so groß oder warum machen Sie den Wahlkreis dann zur Chefsache? Also, wo ich antrete, das ist noch nicht entschieden. Wie gesagt, der Prozess ist zwar im Plan, aber die Bestimmung der Kandidaten erfolgt, also der Wahlkreiskandidaten erfolgt durch die Kreisverbände und dieser Prozess hat noch nicht begonnen und ich möchte mich auch noch nicht über ungelegte Eier hier äußern. Aber man hört ja schon raus zwischen den Zeilen, dass es zumindest die Überlegungen gibt oder verstehe ich Sie da jetzt falsch? Treten Sie dann doch definitiv im Eichsfeld an? Wie wird das kommen? Worauf können Sie auch die Wählerinnen und Wähler einstellen? Wir sind noch in der Diskussion, das muss noch entschieden werden. Warum gibt es da Überlegungen? Sie haben mir über viele Jahre erzählt, wie wohl Sie sich im Eichsfeld fühlen, dass das Eichsfeld Ihre Heimat ist. Sie sind da, das ist Ihnen wichtig, kommunalpolitisch verwurzelt. Ich glaube, Sie sitzen nach wie vor im Kreistag. Warum gibt es da überhaupt Überlegungen, wegzugehen? Also ich bin mittlerweile überall in Thüringen verwurzelt. Thüringen ist der Freistaat, mit dem ich mich maximal identifiziere. Ich liebe Thüringen, ich liebe die Menschen in Thüringen. Ich bin Tag aus, Tag ein überall in Thüringen unterwegs. Ich fühle mich überall sehr, sehr wohl. Ich bin mit allen Menschen, mit allen regionalen Mentalitäten vertraut. Und deswegen ist meine Heimat Thüringen. Ja, Sie hatten mir vergangenes Jahr an der Stelle gesagt, dass Sie extrem gegen Scheinkandidaturen sind. Deswegen finde ich das ganz interessant, weil ich sag mal, alles andere als im Eichsfeld anzutreten, wäre ja eigentlich verrückt. Also Sie leben in Bornhagen, Sie sind da verwurzelt, sitzen im Kreistag. Also Sie haben ja über Jahre ja auch hier im Interview immer wieder erzählt, dass Sie sich da so wohlfühlen. Deswegen bin ich ein bisschen verwundert, dass Sie überhaupt darüber nachdenken, den Wahlkreis aufzugeben. Der Begriff des Scheinkandidaten und der Scheinkandidatur ist ganz wichtig. Und wir haben einen entsprechenden Gesetzesentwurf in den Thüringer Landtag auch eingebracht, der Scheinkandidaturen in Zukunft verhindern soll. Erinnern wir uns bitte, da geht es um die kommunale Ebene und den Missbrauch von Kandidaturen, um entsprechende Kommunallisten zu populärer zu besetzen, wenn Landräte, die natürlich nicht ein Kommunalmandat annehmen können, auf der Liste einer Kommunalfraktion oder einer Kommunalliste kandidieren, dann bedeutet das, dass diese Liste gezogen wird durch die Popularität, durch die Bekanntheit des Landrates. Wenn dieser Landrat dann aber sagt, ich möchte Landrat bleiben, dann muss er das kommunale Mandat logischerweise abgeben, beziehungsweise darf es gar nicht annehmen. Und das ist so praktiziert in Thüringen in den letzten Jahrzehnten. Und das ist tatsächlich Betrug am Wähler. Und das machen wir nicht mit. Wie gesagt, Scheinkandidaturen als Begriff auf der kommunalen Ebene einzuordnen und nicht auf der Landesverbands- oder auf der Landesebene. Wir bewegen uns auf einer anderen Ebene in Ihren Augen. Das Eichsfeld ist seit vielen Jahren eine CDU-Hochburg und darauf deuten zumindest die Umfragen vor Ort hin, dass auch bleiben. Sie sind dort zweimal angetreten, haben zweimal den Wahlkreis verloren. Und als Björn Höcke ist es natürlich wichtig, auch, sagen wir mal, Erfolge zu präsentieren. Denken Sie deshalb möglicherweise auch über einen Wechsel in einen aussichtsreicheren Wahlkreis nach? Das Altenburger Land 2 war bislang noch nicht besetzt und ist durchaus, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, die Prognosen auch, eine AfD-Hochburg. Also, wir stehen im Umfang bei 34%. Die Wahlkreiskarte in Thüringen ist fast ganz blau. Es gibt wenige andere Farben, die Thüringen noch dominieren. In den äußersten nordwestlichen Gebieten, im Gebiet des Eichsfeldes, ist das schwarz. Das hat was mit der soziokulturellen Tradition dieses Gebietes zu tun, stark katholisch geprägt. Hier ist die CDU als angeblich christliche Partei, wobei ich von den christlichen Wurzeln der CDU nicht mehr viel erkenne, immer noch stark
vernetzt, immer noch stark präsent. Das ist eine der letzten Hochburgen der CDU, das muss man anerkennen. Genauso gibt es große Städte in Thüringen wie Jena und einige Bezirke in Erfurt, die traditionell eher grün oder rot geprägt sind. Das muss man auch anerkennen. Diese Hochburgen wird es schwer sein zu knacken, schon 2024. Perspektivisch gehe ich davon aus, dass uns das irgendwann auch gelingt. Aber wir müssen anerkennen, dass Thüringen eben noch so einige nicht blaue Regionen hat. Wenige zwar, aber die sind eben da und damit müssen wir umgehen. Das heißt, wir sind auch dort präsent und versuchen dort unsere Botschaften an die Frau und an den Mann zu bringen. Diese blaue Landkarte, die Sie angesprochen haben, Sie meinen damit die Direktkandidaten. Da gibt es Wahlkreisprognosen, dass also wahrscheinlich 29, 30 Wahlkreise an die AfD fallen könnten. Interessant in diesem Zusammenhang ist natürlich auch, dass Sie noch mal darauf hingewiesen haben, dass Politik auch Taktik und Schachspiel zum Teil sein kann. Grund dafür, dass Sie den Wahlkreis möglicherweise wechseln, könnte ja auch ein reines Eigeninteresse sein, Herr Höcke. Denn wenn Sie Ihren Wahlkreis nicht direkt gewinnen, dann besteht ja, auch wenn das komisch klingt, durchaus das realistische Risiko, dass Sie den Einzug in den nächsten Landtag verpassen. Und zwar auch dann, wenn die AfD das von Ihnen ja auch gerade schon prognostizierte Rekordergebnis einfährt. Es gilt als realistisch, dass eben sehr, sehr viele Wahlkreise an die AfD fallen und dann die AfD-Landesliste nicht zieht. Dann wären Sie auf Listenplatz 1 und als Spitzenkandidat raus. Das ist doch ein Risiko, das Sie als Berufspolitiker sicher durchgespielt haben. Lieber Herr Sänger, wir reden jetzt schon wieder seit 10 Minuten über meine persönlichen Interessen und meine persönliche Machtoption. Und das ist das, was die Menschen draußen nicht interessiert. Die Menschen draußen interessiert die Energiearmut. Menschen draußen interessiert die Multikulturalisierung unseres Landes, die uns unsere Identität klaut. Das sind die Themen, die die Menschen draußen interessiert. Der Zerfall der inneren Sicherheit. Das sind die Themen. Und warum fragen Sie mich nicht dazu, Herr Sänger, als Opposition? Weil ich der Einzige bin, die in diesen wichtigen, die Zukunft bestimmenden Politikfeldern Klartext spricht und gegen die Kartellparteien aufbegehrt. Warum machen Sie das nicht? Weil Sie große Fläche bekommen, auf einen Nebenkriegsschauplatz locken wollen. Und das ist nicht seriös. Wenn Sie im Altenburger Land antreten am Ende, dann ist das auch eine Frage der Glaubwürdigkeit, weil Sie stets von Ihren kommunalen Wurzeln sozusagen betont. Und auch Herr Mayer habe ich nach persönlichen Dingen gefragt, beispielsweise ist der Innenminister. Thüringen als Ganzes liegt mir am Herzen. Überall bin ich zu Hause in Thüringen. Und deswegen ist das eine völlig sekundäre Frage. Höcke, ich halte fest, wenn Sie Ihren Wahlkreis nicht direkt gewinnen, besteht die realistische Gefahr, dass Sie aus dem Landtag ausscheiden und deswegen möglicherweise taktische Überlegungen machen. Ich finde, das ist ein Fakt, den die Menschen wissen sollten. Ich möchte Ihnen noch eine Frage stellen. Lieber Herr Sänger, man kann auch mal über Taktik reden, aber jetzt über 10 Minuten über Wahlkreise. Und ich kann Ihnen auch sagen, Sie mir, das interessiert die Menschen draußen nicht. Und Sie haben als öffentlich-rechtlicher Sender einen Auftrag, einen Informationsauftrag und Sie haben auch einen Aufklärungsauftrag den Menschen gegenüber, indem Sie mich als Oppositionspolitiker so befragen, dass ich meine Position zu den Themen klar machen kann, ja, das macht die mich jetzt die Menschen draußen interessiert. Sie verzichten im Landtag darauf, Reden zu halten, sich einzulassen auf Gesetzesvorwürfe. Ich halte keine Reden im Landtag, Herr Sänger. Ihre bildungspolitischen Sprecher hätten das ja machen können und da haben darauf verzichtet. Wir haben über all das gesprochen heute. Die Bildungspolitik wird jetzt rausgezogen, weil die anderen Parteien keine Themen mehr haben, weil sie in anderen Parteien, weil ihnen die Fälle davon schwimmen. Das ist doch das Problem. Sie stürzen sich populistisch auf die Bildungspolitik. Wir sind gut verortet in der Bildungspolitik. Sie sagen, Sie wollen auf Ausgewogenheit achten und deswegen muss ich auf die Uhr gucken. Wir haben allen Kandidaten die gleiche Zeit zugestanden. Wir haben schon überzogen. Ich möchte zum Schluss tatsächlich noch mal eine Frage an Sie stellen, die auch formeller Natur ist, aber die Menschen natürlich auch interessiert. Ich habe draußen ein Kennzeichen gesehen, das endet auf MP 2024. Ihre Ziele sind also ganz klar für die Landtagswahl. Werden Sie sich denn darauf beschränken, zu kommunizieren, Spitzenkandidat der AfD zu sein oder werden Sie explizit als Ministerpräsidentenkandidat in diesen uns ja bevorstehenden Wahlkampf gehen? Nochmal in aller Bescheidenheit, es geht nicht um meine Person, sondern es geht darum, den Besten für Thüringen in die Staatskanzlei zu bekommen. Wenn meine Partei mich auf dem Landesparteitag Ende des Jahres zum Spitzenkandidaten kürt und wenn wir dieses Ergebnis halten können und noch ausbauen können, dass uns Umfragen prognostizieren, dann möchte ich selbstverständlich in die Staatskanzlei einziehen. Die Einleitung ging 4 Minuten lang und sie hatte den Zweck, die AfD zu diffamieren, sie mit dem Rechtsextremismus-Frame zu belegen. Die restlichen 25 Minuten des Interviews gingen dann darum, dass der Moderator darauf aufmerksam machen wollte, dass die AfD in dieser Legislaturperiode wenig Initiativen zum Thema Bildung gemacht hätte und dass Björn Höcke möglicherweise in einem anderen Wahlkreis antreten wird, damit er in den nächsten Landtag sicher reinkommt. Jetzt könnte man denken, okay, das war ein Unfall, es hat sich zufällig so ergeben, dass man sich verplaudert hat, dass jetzt die Themen so interessant waren, dass man sich daran festbeißt und man hätte eigentlich auch noch mehr ansprechen wollen, aber es ging dann unter, weil die Themen waren so wichtig und ja, es hat sich eine Frage aus der nächsten ergeben
Und dann ist man halt bei diesen zwei Themen hängen geblieben und leider, man konnte nicht mehr besprechen. Auffällig ist übrigens auch, dass alle Sommerinterviews kürzer ausfallen als letztes Jahr. Da stellt sich auch die Frage, warum. Wenn man jetzt sieht, dass hier nur zwei Themen in Anführungszeichen von ganz vielen Themen behandelt werden konnten, stellt sich die Frage, warum wurden die Sommerinterviews verkürzt? Oder ist es nicht genau Zweck, dass man weniger ansprechen kann? Im Durchschnitt gingen die Interviews 2022 35 Minuten, wenn ich mich nicht irre. Jetzt gehen sie alle unter 30 Minuten. Ich glaube, die Zielsetzung, die Zielmarke sind 25 Minuten von dem Moderator. Jetzt werden ein paar Leute wahrscheinlich sagen, ja, was ich jetzt hier sage, ist Verschwörungstheorie, es ist halt Zufall. Zufall, dass es so gelaufen ist. Aber das Lustige ist, dass der Moderator es sogar selbst ankündigt. Ihre Positionen zu bundes- und europapolitischen Themen sind mittlerweile breit bekannt. Sie haben immer wieder erbeten, auch über Inhalte sprechen zu dürfen. Das wollen wir gern machen heute. Natürlich ein großes Thema ist die anstehende Landtagswahl. Das ist kein Geheimnis. Bildungspolitik ist ein großes Thema. Da haben wir gesehen, Bildungsländersache 100% hier in Thüringen gestaltbar ohne Bund. Da kann die AfD sehr konkret werden. Das Thema ist seit vielen Jahren virulent im Land. Auch das wissen Sie. Und außerdem haben zwei von drei Thüringern zuletzt auch noch mal deutlich gemacht, das Thema Bildung ist für sie mit Wahl entscheidend. Das sind die zwei Themen, vielleicht, die wir für die nächsten gut 25 Minuten aufrufen können. Der Moderator sagt, die Leute würden ja die Positionierung der AfD bei den restlichen Themen kennen, deswegen müsste man darüber gar nicht mehr reden, deswegen würde man sich jetzt auf diese zwei Themen konzentrieren. Das hat er dann beschönigend genannt, die Themen Bildung und Landtagswahl. Tatsächlich ging es aber gar nicht um Bildung als Thema, sondern es ging nur darum, dass die AfD angeblich zu wenig Gesetzesinitiativen, überhaupt zu wenig Initiativen in dem Bereich gemacht hat. Beim Thema Landtagswahl ging es im Kern auch nur darum, Björn Höcke vorzuwerfen, oder der AfD in Thüringen vorzuwerfen, dass man tricksen würde, dass Björn Höcke unehrlich wäre und der Bürger, das Licht geführt würde, getrickst würde. Um die mögliche Aufstellung für den Landtag ging es dann tatsächlich 10 Minuten. Der Moderator suggeriert, der Bürger wird betrogen, aber schauen wir uns an. Es kann natürlich nicht Sinn der Sache sein, dass der Kandidat für den Ministerpräsidenten, der Spitzenkandidat, bei einer bestimmten Konstellation nicht in den Landtag kommt. Das heißt, die AfD-Wähler erwarten natürlich, dass sich die AfD in Thüringen so aufstellt, dass der Spitzenkandidat auch im Landtag ist. Das heißt, das ist eher ein Problem des Wahlsystems. Hier zeigt sich, dass der MDR bei der Interviewplanung gezielt so vorgegangen ist, irgendwas zu finden. Nur irgendwas zu finden, womit man die AfD schlecht aussehen lassen kann. Und das bringt man dann das ganze Interview durch. Sodass der Bürger das Gefühl hat, die beiden Themen sind wichtig, da sieht die AfD schlecht aus. Und wenn es dort schlecht ist, dann ist es natürlich in allen anderen Bereichen auch schlecht. Schauen wir uns dazu im Vergleich das Sommerinterview mit dem grünen Umweltminister an. Er darf hier im ersten Teil des Interviews über das Kernthema der Grünen sprechen, über Klima, über Windräder, über Mobilität, was damit zusammenhängt. Also das Kernthema der Grünen. Und das Entscheidende ist, Björn Höcke bekommt als Oppositionspartei gar nicht die Gelegenheit, darauf zu reagieren. Das heißt, der Grüne darf hier mit seinen Positionen Werbung machen und es gibt keine Gegenrede. Jetzt mag der Moderator sagen, ja, bei Phoenix, man kann auch die Reden gucken oder in irgendeinem Nebenkanal oder im Internet könnte man noch die Landtagsreden verfolgen. Aber es ist natürlich Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen, im Hauptprogramm die wesentlichen Positionierungen, die Parteien darzustellen. Und dieser Auftrag wird hier willentlich verletzt, weil unnötig lange der Moderator bei diesem Bildungsthema oder eher gesagt bei der Gesetzesinitiative geblieben ist. Aus meiner Sicht hätte man beim Thema Inklusion noch etwas mehr differenzieren können. Aus meiner Sicht kommt es auf die Umsetzung an. Ich habe es in meinem Studium selbst erlebt. Ich war einmal in einer Inklusionsklasse. Und aus meiner Sicht hat man es in dieser Schule gut gelöst. Es waren also 6 Kinder, waren als Gruppe zusammengefasst und sie haben dann eigene Arbeitsblätter bekommen und die anderen wurden dadurch nicht gestört. Vor allen Dingen waren es auch 6 Kinder, die nicht verhaltensauffällig waren. Das heißt, es gab keine Ruhestörungen. Verhaltensauffällige Schüler, die den Unterricht stören, sind viel mehr ein Problem als behinderte Kinder, die im Unterricht einfach dabei sind und ihr Ding machen. Und aus meiner Sicht ist es wirklich nicht schlecht, wenn andere Kinder sozial sind und den Kindern auch mal ein bisschen helfen, zum Beispiel jetzt gehbehinderten Kindern die Treppe hochzukommen oder sowas. Und es kommt natürlich auch auf die Fächer an. Also beispielsweise war es in dieser Klasse so gelöst, dass in Geografie oder in anderen Nebenfächern, da waren alle zusammen, wo es auch irgendwie Sinn gemacht hat, wo auch die behinderten Kinder das mitverfolgen können. Und in Mathematik war es dann getrennt. Das heißt, dann hatten dann die behinderten Kinder einen anderen Unterricht. Was kommt eben auf die spezielle Lösung an. Und aus meiner Sicht sollte man nicht Leute vor den Kopf stoßen, indem man jetzt sagt, Inklusion ist jetzt generell schlecht. Aus meiner Sicht kommt es auf die Umsetzung an. Man muss daran denken, dass Sonderschulen auch viel Geld kosten.
Die autoritär national-radikale Partei kann also durchaus damit rechnen, im nächsten Landtag dann die stärkste politische Kraft zu werden. Ja, vielen Dank, Herr Sänger. Aber das war schon eine krasse Einleitung. Autoritär, national, radikal war, glaube ich, der Dreiklang, den Sie gebracht haben. Ja, vielleicht. Können wir vielleicht mal drüber reden, aber ich will Sie jetzt erstmal nicht in Ihrem Redefluss unterbrechen. Ja, der hat der Soziologe Heidmeier vorgeschlagen vor wenigen Tagen. Interessant, weil es natürlich abweicht von dem, was wir ansonsten lesen. Sie möchten nicht extremistisch genannt werden, nicht rechtsextrem. Und es gibt hinreichend Begründungen dafür, warum man eben über Begrifflichkeiten nachdenkt. Können wir gern drüber reden. Heidmeier, anerkannter Soziologe. Aber auch wenn Sie stark polarisieren und das auch gleich am Anfang hier relativ deutlich machen, angenommen, Sie werden nach der Landtagswahl das, was Sie anstreben zu werden, nämlich Ministerpräsident hier in Thüringen. Was wäre da Ihre erste Amtshandlung? Also erstmal möchte ich vorweg schicken, lieber Herr Sänger, dass es nicht um meine Person geht. Und aus meiner Sicht, Björn Höcke hat das gut gekontert, aber hätte hier noch nachlegen können. Und zwar, indem er den Leuten erklärt, warum das propagandistisch ist. Und das muss man aber auch erstmal selbst reflektieren, wie diese Propaganda funktioniert. Der Soziologe hat also geäußert, und das hat der Moderator unkritisch übernommen, autoritär, national, radikal. Wenn man sich jetzt diese drei Vokabeln anguckt, dann fällt bei allen Vokabeln auf, vor allen Dingen beim ersten, beim dritten, als autoritär und radikal, dass sie negative Suggestionen wecken, also vor allen Dingen auch national, radikal, das klingt eigentlich wie nationalsozialistisch, also wird direkt der Bezug zu Hitler hergestellt, oder es wird die Suggestion geweckt, und es fällt auf, also sowohl autoritär als auch radikal, dass diese Begriffe sehr unscharf sind. Und das ist eigentlich unwissenschaftlich, sondern das ist Propaganda, wenn Begriffe unscharf sind. Weil was soll radikal heißen? Wir hören rechtsradikal, linksradikal, radikale Islamisten. Was soll radikal heißen? Eindeutig ist nur die Suggestion, es wirkt antidemokratisch. Es wirkt beunruhigend, es ist eindeutig negativ konnotiert. Aber was radikal jetzt bedeuten soll, das ist rein subjektiv, ob jetzt eine Position radikal ist oder nicht, das liegt im Auge des Betrachters. Sondern entscheidend ist, ob eine Forderung, ob eine Position legitim ist, die demokratisch vertretbar ist. Und da gibt es bei der AfD nichts zu beanstanden. Das heißt, Björn Höcke könnte jetzt auch erklären, dass mit dem Begriff radikal negative Suggestionen geweckt werden und dass das Propaganda ist. Und er kann auch diesen Soziologen angreifen, indem er ihm die Integrität als Wissenschaftler abspricht. Durch diese Formulierung. Dass er hier seinen persönlichen Hass ausgedrückt hat, aber dass diese Begrifflichkeit nicht wissenschaftlich ist, wodurch er sich als Wissenschaftler disqualifiziert hat. Und aus meiner Sicht, das kann er genauso hart sagen. Das gleiche gilt für den Begriff autoritär. Autoritär suggeriert Diktatur, suggeriert eben auch nicht demokratisch. Und das ist in der AfD-Programmatik nicht wiederzufinden. Das heißt, wenn man jetzt Gesetz anwenden will, indem man beispielsweise Flüchtlinge abschieben will, also dann, wenn man jetzt sagt, die Anwendung von Gesetzen sei autoritär, das ist aus meiner Sicht, ja, das ist natürlich lächerlich. Die Suggestion von autoritär ist was ganz anderes. Es ist ein autoritärer Staat, das heißt, es ist eine Diktatur. Das heißt, auch hier ist die Suggestion ganz eindeutig. An den Begriff national an sich ist nichts auszusetzen, aber es ist dann die Verbindung mit den beiden anderen Wörtern, die suggeriert Nationalsozialismus, Hitler. Das ist ganz eindeutig. Das kann Björn Höcke auch so erklären. Besonders schmierig aus meiner Sicht von dem Moderator war, dann herzlich willkommen zu sagen. Also er bringt diesen verunglimpfenden Dreiklang, in dem Björn Höcke entmenschlicht wird, die AfD entmenschlicht wird und sagt dann herzlich willkommen und suggeriert, ich bin neutral, ich rede sogar mit Nichtmenschen. Ich rede sogar mit dem Bodensatz. Das ist eigentlich genau das, was er damit ausdrückt. Und suggeriert, ja, ich bin neutral, ich bin nett zu allen, ich bin sogar zu Insekten nett, quasi. Es ist ganz eindeutig so, dass wenn man jemand mit Hitler in Verbindung bringt oder ihn auf die Stufe stellt, die Suggestion dahingehend weckt, dann entmenschlicht man. Und das ist die erste Vorstufe zum Mord. An diese Ernsthaftigkeit muss man sich immer erinnern. Und aus meiner Sicht muss man diese Vorwürfe auch mit aller Ernsthaftigkeit kontern. Und natürlich, Björn Höcke macht hier einen sehr guten Konter, indem er sagt, das ist ja ein krasser Dreiklang. Ich möchte Sie jetzt aber nicht unterbrechen, wir können dann drüber reden, weil er natürlich auf die Art und Weise, wie er geantwortet hat, hat er dem Frame natürlich genau nicht entsprochen. Im Gegenteil hat er die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, dass der Moderator ja eine sehr lange Einleitung gesprochen hat, die dazu gedient hat zu framen. Das hat er in dieser Replik aufgegriffen und hat dann gesagt, ja, ich möchte Sie nicht unterbrechen. Er hat dann nachher gesagt, es geht nicht um seine Person, aber an dieser Stelle aus meiner Sicht hätte er nochmal weitermachen müssen.
und hätte darauf nochmal eingehen müssen, auf diesen Soziologen und auf diese drei Begriffe. Und hätte dann auch noch herausstellen können, auch mit dem herzlichen Willkommen, hätte er nochmal genau das erklären können, was ich jetzt erklärt habe. Es sei aber darauf hingewiesen, dass ich auch erstmal drüber nachdenken musste, wie schlimm das ist und mir das jetzt im Nachhinein eingefallen ist. Aber es geht ja darum, dass man das jetzt merkt und dass dann wieder so eine Situation kommt. Wenn wieder so was Ähnliches kommt, da hat man es im Hinterkopf und dann kann man besser antworten. Dann wird man wahrscheinlich auch nicht perfekt antworten können, aber dann kann man schon ein bisschen besser antworten, als wenn man sich damit noch nicht auseinandergesetzt hätte. Was uns zu sagen ist, dass bei dem Interview mit dem grünen Umweltminister der Moderator die Themen zeigte, die den Leuten am wichtigsten ist. Und interessant ist, beim Interview mit Björn Höcke hat der Moderator begründet, das Thema Bildung damit, dass es ja den Leuten wichtig sei. Es sei das drittwichtigste Thema. Und da stellt sich schon die Frage, warum im Interview mit Björn Höcke medizinische Versorgung und innere Sicherheit nicht besprochen wurde, sondern nur das drittwichtigste Thema Bildung, die beiden Themen ausgespart wurde. Interessant ist jedoch, dass bei dem Interview mit dem grünen Umweltminister Klima besprochen wurde, obwohl der Moderator selbst erklärt hat, dass es die Bürger eigentlich gar nicht interessiert, wurde das eigentlich als einziger Inhalt besprochen. Es wurde mit dem grünen Umweltminister nicht besprochen, innere Sicherheit oder medizinische Versorgung, also die unangenehmen Themen wurden nicht besprochen. Das heißt, bei dem grünen Umweltminister hat man die unangenehmen Themen, die aber dem Bürger wichtig sind, ausgespart und nur das Herz- und Magenthema der Grünen thematisiert. Und die Fragen, es waren eigentlich die ganze Zeit Wohlfühlfragen, also jedenfalls bei dem Inhalt, in die Richtung, dass die Leute die grünen Themen noch nicht richtig verstanden haben. Es gab dann auch Kritik beim Umweltminister, aber nur persönlich. Also, dass Leute zu früh in den Ruhestand gegangen sind, also so Korruptionsthemen. Da wurde er nicht geschont, aber das kam auch am Ende, es kam nach den Positionen. Es ist aber immer nur persönliche Kritik, also personenbezogene Kritik, weil natürlich die Öffentlich-Rechtlichen, die großen Medien wollen verhindern, dass solche schlechten Sachen passieren bei den anderen Parteien. Also sie wollen sie dahingehend lenken, das zu vermeiden, weil das den Leuten natürlich immer auffällt, unabhängig von der Berichterstattung. Das heißt, sie wollen die Parteien dazu erziehen, das nicht zu machen, aber bei der Positionierung gibt es keine Kritik. Das heißt, alle Fakten, die dagegen sprechen, dass der Mensch maßgeblichen Anteil an der Erwärmung hat, sie werden sowieso ausgespart. Also Kritik von der Seite kommt sowieso nicht. Und auch selbst, dass ein Weltuntergang droht, wird auch nicht angezweifelt. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.